Na, hallo liebe Ladfreunde. Heute möchte ich euch etwas zeigen, was ich. Ja, und an dieser Stelle dachte sich dann der Wind, dass er meinen Geschwafel einfach mal schön unterbricht. Aber wie ihr sehen könnt, zeige ich euch da gerade das Design meiner Wurfäxte. Und zwar seht ihr, dass diesen krummen Stiel hat. Und das ist ganz praktisch. Nicht nur beim Werfen, sondern auch beim Handhaben. Ich zeige euch mal, was ich damit mache. In der Regel hat man die ja weiter nicht irgendwie hinten drin. Und dann ist die von vorne gar nicht zu sehen. So, dann kommt jetzt ein Gegner an. Man möchte ihn sneaky sneaky abwerfen. Was man macht ist, man nimmt sich die Axt, greift so, dreht und hat sie in der Hand zum Werfen. Das ist ganz praktisch. Wenn der Stiel gerade wäre, dann läuft das meistens nicht so gut. Dann will man werfen, in der Regel irgendwie so. Und dann kann es sein, dass man sieht, ach, der Gegner hat schon zu schnell reagiert und hat sein Schild oben oder sich eben irgendwie in Schutz gebracht. Dann nimmt man sie einfach wieder und packt sie wieder rein. Oder aber, wenn man ein Schild hat, dann kann es auch praktisch sein, sie nicht im Gürtel zu haben, sondern im Schild. Dann fühlt man was im Schild. In der Regel, so man hat dann irgendwie Bewaffnung, kämpft, so, und dann auf einmal sieht man da hinten, zu weit, um direkt noch hinzusprinten, aber noch nah genug dran, um hinzuwerfen, wechselt einmal durch. Tauscht Schwert gegen Axt und wirft weg. Falls es nicht klappen sollte, einfach wieder zurücktauschen und hat dann wieder seine Axt im Schild. Ich zeige euch noch kurz, wie das so funktionieren kann mit dem Werfen und dann bis gleich. Es empfiehlt sich natürlich grundsätzlich, den Umgang mit der Wurfaxt ein bisschen zu üben, damit einem dann während des Labgefechts dann die Wurfaxt nicht aus der Hand fällt. Das wäre ja traurig, wenn die da mal wegpurzelt. So, und der Bau der Waffe ist ganz leicht. Hier sind drei Schichten Schaumstoff, dazwischen jeweils eine Schicht Leder. Gut zu wissen, es können auch Lederstückchen sein, es müssen keine ganzen in der Silhouette dieser Axt sein, sondern das sind einfach gepatchworkte Lederstückchen einfach da drin, um dem Ganzen ein bisschen Stabilität zu verleihen. Also es ist biegbar, hier überall, aber vor allem das Tape jetzt in diesem Fall macht es auch sehr steif. Man muss gucken, wie man das macht. Aber auf jeden Fall kann man sagen, die Stabilität nimmt zu durch Leder innen drin und Tape außenrum. Wenn man das Tape nicht hat, dann ist sie aber trotzdem noch stabil, weil es zwei Schichten sind. Wenn ihr dann die Wurfaxt bauen wollt, dann empfiehlt es sich nicht, eine Schablone vorher vorzubereiten und dann immer von der gleichen Schablone auf den Schaumstoff zu übertragen. Ihr könnt dann, wenn ihr die Lederstückchen anordnet, auch grob arbeiten. Es geht jetzt nicht darum, dass genau die Silhouette ausgefüllt ist mit Lederstückchen, sondern eben nur ungefähr. Was ihr vermeiden wollt, ist, dass die Lederstückchen größer sind als die eigentliche Silhouette der Wurfaxt, weil die sonst so ein bisschen zeigen. Also hier ist es noch im Prozess. Später habe ich die Lederstückchen dann noch ein bisschen getrimmt. Wenn die Wurfaxt dann fertig ist, dann könnte sie in etwa so aussehen. Achtet wirklich darauf, dass der Griff ein bisschen gebogen ist. Das hilft wirklich beim Handling. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Mal.